Hey, ich bin Dominik von Backcountry Expeditions und in diesem Video möchte ich auf drei Themenschwerpunkte aus dem Bereich Rucksack und Rucksacktragegestell eingehen. Punkt Nummer 1, was gibt es für verschiedene Arten von Rucksackaufbauvarianten anhand ihrer Tragegestelle? Punkt Nummer 2, warum ist nicht unbedingt jedes Tragegestell für jeden Rucksack, jede Größe geeignet? Und Punkt Nummer 3, warum macht es in der Praxis draußen überhaupt gar keinen Sinn, den Rucksack vor allem anhand seines Leergewichtes auszusuchen? Der super Sonnenschein täuscht hier vielleicht ein wenig, denn anhand meines langen Woolpower-Unterhemds könnte man vielleicht erahnen und natürlich auch der Mütze, dass es entsprechend kühl ist. Wir haben jetzt gerade nur 2 Grad, aber die Sonne macht hier natürlich ordentlich Wärme, gerade von der Seite. Deswegen habe ich mir auch gleich mal meine Solaruhr nach dem langen Winter hier ein bisschen Ladekapazität gegönnt. Und entschuldige mich schon mal gleich vorab, falls hier die Belichtung im Video mal hoch oder mal runter gehen sollte. Ja, wie gesagt, ich sitze hier mitten in der Sonne, aber wichtig ist das, was ich euch erzähle und dass mir ein bisschen auch der Rücken gewärmt wird, würde ich sagen. Bei mir auf dem Kanal gibt es ja bereits ein Video zum Thema Rucksäcke und Taschen. Ja, da stelle ich euch verschiedene Arten von Tragemöglichkeiten für entsprechende Anwendungszwecke vor. Also vom großen Trekkingrucksack über den kleineren Touren, noch kleineren Tages bis zu verschiedenen Varianten von Taschen, die man auch noch nutzen kann, halt um seine Ausrüstung zu tragen. Und auch in diesem Video sage ich bereits etwas zum Thema Tragegestelle natürlich, ist nicht ein kleiner Part. Aber wie so üblich bei meinen Videos, ja, die haben natürlich eine entsprechende Informationslastigkeit und damit natürlich auch eine entsprechende Länge. Könnt ihr mir also vorstellen, liegt es vielleicht daran, dass sich nicht jeder dieses Video angeschaut hat? Ja. Denn ich bekomme tatsächlich eine ganze Menge Anfragen bzw. Fragen zu diesem Thema. Nicht unbedingt nur über die Kommentare bei YouTube, das hält sich noch in Grenzen, aber bei mir über E-Mail, das heißt über die Webseite, ist das eigentlich mit so das prägnanteste Thema, Rucksäcke. Tatsächlich. Und daher habe ich mich jetzt nach immer weiteren Anfragen, die praktisch aber immer das Gleiche beinhalten, ja, nochmal dazu entschlossen, das hier nochmal möglichst kompakt in eine Videoform zu drücken, sodass ich dann praktisch bloß noch diesen Link verteilen kann, in der Hoffnung, dass sich die Leute denn das ansehen und das dann entsprechende Aufschlauung bringt. Rucksäcke, das dürfte relativ klar sein, ist eigentlich mit so die komfortabelste, bequemste und immer noch kräfteschonendste Variante, Lasten bei sich zu führen. Ja, also wie gesagt, in dem Video habe ich auch noch andere Möglichkeiten vorgestellt, aber der Rucksack ist natürlich der Klassiker. Ja, und bei den Rucksäcken gibt es entsprechend natürlich des zu bewältigen Gewichtes, das was wir rumtragen wollen und natürlich auch entsprechend des Volumens, halt verschiedene Arten und Varianten von Rucksäcken. Um nicht zu sagen, auch entsprechend unterschiedliche Tragesysteme. Und bezüglich der Tragesysteme dürfte eigentlich logisch sein, dass je mehr Gewicht, je mehr Last ich vielleicht auch noch über einen längeren Zeitraum tragen möchte, desto vollwertiger ausgestattet, desto ausgeklügelter, durchdachter muss natürlich auch das entsprechende Tragesystem eines Rucksacks sein. Und zu einem Tragesystem gehört nicht nur das Teil, was halt im Rücken hinten drin steckt, sondern natürlich auch noch, die ganze Last wird ja nicht alleine nur vom Rücken, das heißt von den Schultertrageriemen geschultert, sondern natürlich auch noch über die Hüfte übertragen. Ja. Dürfte bekannt sein, bei größeren Rucksäcken ist man natürlich bestrebt, diese Last nicht mehr hinten, weil das würde hier praktisch alles abschnüren. Man würde relativ schnell lahme Schultern kriegen, ermüden, die Blutzirkulation würde gestoppt werden und so weiter. Deswegen wird halt diese Last bei größeren Rucksäcken überwiegend, man sagt so mindestens 50%, kann er auch sagen 60%, das ist aber abhängig vom Tragesystem,
halt von der Hüfte aufgenommen. Das heißt, ein entsprechend großes, vollwertiges Tragesystem ist einmal durch den Teil im Rücken des Rucksacks selbst gekennzeichnet, als auch natürlich durch die Übertragung auf die Hüfte. Und da wäre denn der Unterschied zu Rucksäcken, die nicht so viel Last aufnehmen müssen und die auch nicht über einen derart langen Zeitraum unbedingt getragen werden wollen. Da kann man möglicherweise das Hüfttragesystem etwas, naja, sagen wir es mal, einfacher gestalten. Ja, denn da kann man ruhig dann, wie gesagt, mehr Last über die herkömmliche Art übertragen. Allerdings ist das, wie gesagt, sehr individuell abhängig. Der eine sagt sich, er trägt noch Rucksäcke mit 40 Kilo ohne Probleme, weil er die entsprechende Statur hat. Ja, auch ich habe schon Rucksäcke von tatsächlich 50 Kilogramm über eine wirklich längere Distanz getragen, mit verschiedenen Arten von Tragesystemen auch. Ist schon alles sehr lange her, also ich habe meine Erfahrung schon durch, was das angeht. Und deswegen halte ich nichts von so Pauschalisierung, dass man sagt, ja, dieser Rucksack ist jetzt für so und so viel geeignet, denn das ist wirklich sehr individuell abhängig. Ja. Nur weil das Tragesystem und das Material das hergibt, muss es noch lange nicht der Träger mitmachen. Ja. Das dürfte klar sein. Ne. Aber wie gesagt, hier haben wir den Unterschied, dass man praktisch in ein einen kleineren Rucksack vom Volumen jetzt kein riesenmordsmäßiges Tragesystem reinstecken kann. Denn eines dürfte auch klar sein, ein kleiner Rucksack ist natürlich kürzer von der Länge. Ja. Und ein entsprechend vollwertiges Tragesystem bedingt natürlich, dass der Rucksack auch entsprechend bis unten an der Hüfte, also ne, praktisch kurz über dem Hintern hängt, ja, über der Lendenwirbel, in diesem Bereich. Er muss also so tief gehen und wie hoch er denn geht, spielt praktisch keine Rolle. Aber diese Tiefe ist halt bedingt halt, dass es einen entsprechenden Hüftgurt hat. Wenn wir den Hüftgurt nicht haben, dann haben wir einen Bauchgurt. Ja. Wenn der Rucksack kleiner ist, zum Beispiel bei Daypacks, ja, die sind ja nicht dementsprechend lang, sondern die hören dann vielleicht schon irgendwo ab einer gewissen Höhe in der Mitte des Rückens auf, weil es nur ein kleines Volumen hergibt. Ne. Und dann geht dieser sogenannte Gurt hier nur um die Weichteile rum. Und das wäre dann hier so der Klassiker. Und das nenne ich dann zum Beispiel ein rein Bauchgurt. Dieser Gurt dient der Stabilisierung des Rucksacks, aber er kann praktisch keine Last aufnehmen. Ja. Weil logischerweise Weichteile können keine Lasten aufnehmen. Lasten können nur aufgenommen werden von unserem Skelett, ja, von dem, was wirklich Kraft übertragen kann. Ja. Natürlich in Verbindung natürlich mit den Muskeln und Gelenken. Ne. Das heißt, ein entsprechend großer Rucksack, der auch, wie gesagt, mit einem Tragesystem, der braucht immer den entsprechenden Hüftgurt. Und der Hüftgurt sollte der natürlich auch in einer entsprechenden Höhe anlegen. Ich weise in jedem meiner Videos immer darauf nochmal hin. Ne. Hüftgurt abschließend bis Hüftknochen. Ja, also die Oberkante des Hüftknochens sollte ungefähr abschließend mit der Oberkante des Hüftgurtes. Ne. Und bezüglich dieser Einstellbarkeit, also das heißt der Abstand oben von der Auflagefläche der Schulter, das ist praktisch, und der Nackenwirbel bzw. Halswirbel, wenn ihr euren Kopf unten auf die Brust legt, ja, dann ist das der Knochen, der am meisten hervorsteht. Ja. Von diesem Punkt bis praktisch zur Verlängerung des Hüftknochens, wenn man den jetzt hier in der Seite spürt, dann geht er hinten einmal rum, ne, und dann könnt ihr imaginär sozusagen einen Strich auf dem Rücken machen. Zu zweit lässt sich es unter Umständen besser messen. Und von diesem oberen Knochen bis zu dieser Verlängerung, das ist dann das Maß der Rückenlänge. Das heißt, also ist die Rückenlänge definiert und diese Rückenlänge muss dann halt entsprechend auf den Rucksack übertragen werden. Wichtig natürlich, ne, wenn ihr einen Rucksack habt, der da nicht passt, das ist eigentlich der Klassiker, ist, dass viele, nicht wenige Menschen tatsächlich größer sind, als es die Einstellbarkeit des Rucksacks hergibt. Ja, das heißt also, viele Rucksäcke sind tatsächlich meistens nur bis Körpergrößen 1,85, 1,90 geeignet. Das ist so der Standarddurchschnitt. Ja. Und wer dann natürlich größer ist, der hat dann sozusagen fast schon Pech gehabt, könnte man sagen. Ne. Man sollte also fast wirklich sehr genau darauf achten, dass der Rucksack entsprechend auf diese Größe Einstellbarkeit, dass er die Variabilität auch wirklich hergibt. Siehe Herstellerangaben. Wenn sie es denn angeben, ich in meinen Reviews gebe diese Länge immer an, ne? Und dann passt der Rucksack. Und auch nur unter diesen Umständen, dann ist auch wirklich gewährleistet, dass die Last auch entsprechend übertragen werden kann. Ne? Tragt ihr also einen kleineren Rucksack oder seid entsprechend größer, ist diese Lastübertragung nicht mehr gewährleistet. Den Rucksack werdet ihr trotzdem tragen, aber bei weitem nicht so komfortabel, wie wenn es halt passend wäre. Die Länge des Rucksacks, also das Rucksackvolumen, was praktisch reinpasst, das bestimmt eigentlich, welches Tragesystem dieser Rucksack erhalten kann. Man kann also leider nicht sagen, ich will nicht vielleicht ganz so viel Volumen tragen, aber ich habe eine ganze Menge Gewicht da drin, ja, sagen wir mal so auf
50 Liter verteilt, ja, ungefähr. Ne? Und dann machen wir ein extrem massives Tragesystem, womit ich dann trotzdem dieses Volumengewicht von 50 Litern, aber vielleicht sogar 40 Kilo tragen kann. Ja? Das würde nicht passen, weil praktisch die Länge einfach nicht den richtigen Ansatzpunkt der Hüftflosse, ja? Also der Kraftübertragung, der Lastübertragung auf die Hüfte, weil das nicht gewährleistet wäre. Der Rucksack muss immer eine entsprechende Größe haben. Demzufolge könnt ihr von kleineren Rucksäcken nie im Leben diese Lastübertragung erwarten, ja? Wie es beispielsweise bei größeren der Fall wäre. Ja? Und ab einer gewissen Länge des Rucksacks, ja, kann man dem dann ein entsprechend vollwertiges Tragesystem spendieren. Und bei diesem Tragesystem unterscheidet man oder ich, vielleicht gibt es so eine andere Unterscheidung, ne, aber ich unterscheide da praktisch ein Innentragesystem und ein Außengestelltragesystem. Ja. Also in dem einen Fall ist das ganze Tragesystem im Rücken mehr oder weniger unsichtbar integriert. Ja. Ihr seht natürlich auf der Rückenplatte ein paar Bestandteile, aber mehr oder weniger steckt das irgendwo alles drin im Material. Ja. Und dann gibt es noch das Außentragegestell. Das sind diese Klassiker wie Lastenkraxe, kann man zum Beispiel auch sagen. Ja. Das ist, wo ihr den ganzen Rahmen halt außen seht. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Tragesystemen, also diesen beiden Kategorien, dürfte eigentlich schon, wenn man sich das anschaut, und auch der Name sagt es irgendwo auch schon logisch, diese Lastenkraxe, das Außentragegestell, ist eine kompromisslose Bauart für maximale Lastenaufnahme. Das Ding ist sowas von steif, so massiv, so robust gearbeitet, nicht nur vom Material des Rucksacks selbst, man kann auch das Stoff, die Fasern, textilen Fasern könnte man auch weglassen und macht nur ein Tragegestell. Ja? Also das heißt im Prinzip eine Leiter, also zwei senkrechte, parallele und verbunden mit Sprossen und dann vielleicht noch ein L hinten dran. Das ist so ein Klassiker, den kann man sich unterwegs in der Wildnis zum Beispiel auch selber bauen. Ja? Sieht man vielleicht auch oft, habe ich damals das erste Mal gesehen, bei Regenwald-Expeditionen, wo denn da die Einheimischen mit diesen Bambusgestellen durch die Gegend laufen. Ich glaube, in Japan sieht es auch noch so ein bisschen ähnlich aus, diese Holztrage. Und wir haben das natürlich neumodisch etwas abgewandelt. Aluminium-Tragegestelle sind das meistens, ja, also Außenlasten, Leiterrahmen. Und die sind halt dafür geeignet, dass sie besonders extrem viel Last aufnehmen können. Ja, das ist nur die Frage natürlich, ob der Träger das noch tragen kann. Ja, aber wie gesagt, möglich, theoretisch wäre es. Ja, der große Nachteil an diesen Dingern ist natürlich, dass sie nie im Leben so komfortabel sein können wie ein Innentragegestell. Denn dieses Tragegestell, dieser äußere Rahmen, ist ja massiv. Es gibt keine Verwindung, es gibt keine Bewegung. Wenn ihr das Ding auf dem Rücken habt, merkt ihr das die ganze Zeit. Es ist völlig egal, wie dick man da die Polster macht, was man da am Hüftbereich anlegt, was man an die Schulterpartien macht. Ihr merkt die ganze Zeit bei jeder Bewegung, wenn ihr natürlich euch entsprechend bewegt, dass ihr auch dieses Gestell auf dem Rücken habt. Ja, und das ist, es gibt solche Rucksäcke, die wie gesagt so extrem kompromisslos gearbeitet sind, aber das sind in meinen Augen alles Spezialfälle, wo der Fokus nur auf ein hohes Gewicht, ein hohes zu tragendes Lastengewicht gelegt wurde. Das hat nichts mit Komfort mehr zu tun und solche Dinger sollte man auch möglichst nicht über eine lange Strecke tragen, wenn man, wie gesagt, eine andere Alternative dazu hat. Auch ich hatte mal so eine Lastenkraxe, macht sich immer ganz super, wenn man mal Feuerholz holen will, wenn man vielleicht irgendwo auf der Alm wohnt und man möchte seine Ausrüstung regelmäßig irgendwo hoch und runter tragen und so weiter. Also für eine gewisse Distanz, sage ich mal, ne, ist es okay, aber für eine längere Tragezeit ist es nicht wirklich geeignet. Und dann kommen wir dann zu den Innentragegestellen. Und die, wie ich schon gesagt habe, sind dann dadurch charakterisiert, dass ihr praktisch noch eine gewisse Flexibilität habt, die ihr da. Und da gibt es allerdings Unterschiede. Auch bei den Innentragegestellen gibt es welche, die bieten viel Bewegungsspielraum im Rücken, die merkt ihr fast gar nicht unter Umständen beim Tragen. Und dann gibt es welche, die sind wieder so robust, massiv ausgelegt, dass ihr die so, nicht so wie bei der Lastenkraxe, aber dennoch in die Richtung geht es, merkt. Ja. Man kann sich's vorstellen, der Klassiker zum Beispiel für solche extrem massiven Dinger ist meistens muss ja eine Verbindung von Streben sein, ja, und da nimmt man dann meistens irgendwo ein X. Ja. Ist zum Beispiel der Klassiker, wenn man jetzt mal zum Beispiel bei Tatonka einen Hersteller nennen, als Malian Tiger wäre das X1-Tragesystem. Ja. Gab es damals, hatte ich das zum Beispiel im
im Tatonka Bison 90, dann im Bison 75, dann gibt es das auch im Tasmanian Tiger Range Pack. Ja? Das sind, habe ich alle drei, beziehungsweise zwei davon habe ich noch. Ne? Und wenn ich an solche Kameraden wie den Range Pack denke, ja, habe ich übrigens einer der wenigen, wo ich noch kein Review drüber gemacht habe. Ja? Könnte ich irgendwann mal nachziehen, aber... Der Anwendungsbereich ist wirklich so eng. Das sind wirklich sehr spezielle Fälle, wo man wirklich sagt, man trägt jetzt 100 Liter Volumen und dennoch, wie gesagt, entsprechendes Gewicht. Und da reden wir von Gewichten meistens über 30 Kilo. Und man merkt es, wenn man dieses X1-Tragegestell, also wenn man derart massiv gearbeitete Innentragegestelle auf dem Rücken trägt, ist nicht der gleiche Komfort wie beispielsweise... Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal bei Tatonka und Tasmanian Tiger bleiben, dieses V2-Tragesystem. Also V2 sind ja dieses umgekehrte V, was so annähernd parallel ist. Ja, also was, wenn man es verlängern würde, als spitzes V zulaufen würde. Und das ist halt dadurch charakterisiert, kann man sich vorstellen, wenn ich zwei voneinander getrennte Stäbe im Rücken habe, in diesem Fall sind es Aluminiumstäbe, ja, dann bieten die natürlich eine gewisse Torsionsmöglichkeit. Ich habe Flexibilität in der Bewegung. Bei einem X habe ich das auf keinen Fall. Das X bleibt immer ein X. Ja, das merkt man denn. Ne? Sofort, wenn man sich einmal mal bückt, ja, dann spannt der Rucksack praktisch auf dem Rücken. Wenn ihr euch beispielsweise mit so einem V bückt, ja, dann geht es noch. Ja? Und das ist das, was halt so viele Hersteller von Trekking-Rucksäcken nutzen. Nicht jetzt das V, aber das gibt es in ganz verschiedenen abgewandelten, jeder hat da sein eigenes Tragegestell. Ob das jetzt bei Deuter ist, ob das bei Osprey ist, ob das jetzt bei Bach ist. Und ach, ich kann hier eine ganze Menge aufzählen. Ich hatte mal in meinem Leben, ich habe mal wirklich durchgezählt neulich, über 48 Rucksäcke, an die ich mich erinnern kann. Darf man schon ein bisschen als verrückt bezeichnen. Aber irgendwo muss ja auch die Erfahrung mal herkommen. Ich teste ja vieles aus. Ne? Und der Klassiker, wenn ich jetzt zum Beispiel mal an Deuter denke, ja, oder Fjällräven macht ja auch eine ganze Menge, an die Kaika, ne, wenn wir sowas denken, ist irgendwo alles ähnlich. Es sind zwei parallele Streben, ne, die da die Last übertragen. Und natürlich mit Unterstützung auf den Hüftgurt, ist klar. Ne? Und das Ganze wird dann bei diesen Herstellern als auch das Maximum, also für die größten Rucksäcke, für die größten Trekking-Rucksäcke. Ne? Wir erinnern uns, Fjällräven Kaika haben wir zum Beispiel in der 100-Liter-Variante. Der hat die gleichen beiden senkrechten Streben drin, Entschuldigung, wie genau auch die kleineren Modelle, 75. Ja? Nun könnte man natürlich auch sagen, ich baue jetzt da einfach ein massiveres X rein zum Beispiel. Ja, oder ich nehme mir mal als Pendant einen Tasmanian Tiger Raid Pack, ja, so der Klassiker, ne, diese 55 Liter Tourenrucksäcke, und knall da so eine Art X, beziehungsweise irgendwelche Streben, die miteinander verbunden sind. Ja, also nicht flexibel rein. Ja, was hätten wir denn? Dann haben wir die ganze Zeit dieses unkomfortable Ding. Ja. Und das ist der Grund, warum diese schwerwiegenden Innentragegestelle, also diese massiven, robusteren, durch sich verkreuzende Streben eher in der Unterzahl sind, weil sie nicht diese Bequemlichkeit und vor allen Dingen nicht diese Bewegungsfreiheit bieten. Und wenn wir da gerade, ich hatte nämlich neulich die Frage bekommen, ist eine von vielen Fragen, ich kriege wie gesagt über meine Webseite noch tatsächlich viel mehr oder hatte auch in der Vergangenheit immer das Gleiche, hat immer meistens den gleichen Hintergrund. Ich war auch mal so unterwegs, aber es ist schon eine Weile her, ne, bis ich mich mal beschäftigt hatte mit dem Thema. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal Tasmanian Tiger anschauen oder Tatonka, gibt es nur ein Modell, was dieses X hat, also das massivste Tragesystem überhaupt. Ha? Die kleineren haben es nicht mehr. Jetzt könnte man noch sagen, ja, warum packst du es nicht in die kleineren? Nein, das ist halt der Grund, weil die Bewegungsfreiheit nicht mehr gegeben ist. Und gerade beim Militär ist es nicht gerade unwichtig, ja, dass der Soldat natürlich sich entsprechend agil unterwegs ist mit dem Rucksack. Es geht da nicht nur dieses Ding wie der Rangepack, so ein Klassiker für Einzelkämpferaktionen, ja, wo man möglichst viel rumträgt, aber das ist... würde ich sagen, eher der geringere Anteil, der deutlich höhere Anteil. Es ist der Anwendungszweck, wo man zwar auch eine ganze Menge trägt, aber wo man beim Tragen nicht dermaßen vom Tragegestell eingeschnürt behindert werden möchte. Das ist der Punkt. Die Last behindert einen natürlich immer noch, keine Frage. Ne? Und diese Bewegungsfreiheit, diese Agilität, die man beim Tragen von diesen Tragegestellen hat,
Das ist der Grund, warum man nicht in jeden oder in eine große, überwiegende Anzahl von Rucksäcken, sondern nur in ganz wenige ausgewählte Modelle halt dieses massivere, steifere Ding reinsetzt. Ja? Denn auch diese anderen Tragegestelle, ja, also mit, egal ob es jetzt ein V ist, ob es jetzt ein umgekehrtes V ist, ob es jetzt zwei, jeder Hersteller macht es ein bisschen anders. Aber auch die können durchaus hohe Lasten übertragen, das heißt aufnehmen. Die Rucksäcke fallen nicht auseinander, wenn man da 40 Kilo reinsteckt. Ja. Ich habe auch mit solchen Rucksäcken tatsächlich 40 Kilo getragen. Ich habe auch diese 40 oder mehr Kilo auch, wie gesagt, in solch einem Tragegestell getragen. Wenn ich damit 10 Tage unterwegs bin, schmeiße ich beide Rucksäcke in die Ecke, weil ich Schnauze voll habe. Es ist eigentlich völlig egal, was für ein Tragesystem drin war, ja, weil es einfach mal deutlich zu schwer gewesen ist. Ja. Man kann also nicht pauschal sagen, dass solche Tragesysteme, die halt nicht diese extreme Verbindung haben, wie zum Beispiel ein X, ja, nur mal als Beispiel. Es gibt ja auch noch andere Varianten. Es gibt ja auch welche, die haben ein V und das dann kombiniert noch mit einem Außentrage, wie bei Luntax zum Beispiel. Ja. Jeder Hersteller macht so seine eigenen Komposition. Ja. Und je massiver das aufgebaut ist, desto unbequemer, unkomfortabler ist es dann auch praktisch in der Bewegung. Ja. Wenn man es nur trägt, dann mag es noch so ein bisschen gehen. Aber, also wenn man steht, ja, also deswegen nicht täuschen lassen, wenn ich das Ding irgendwo im Geschäft aufsetze, mit so diesen standardgemäßen 15 Kilo vollgepackt und alles ist schick, ja. Wenn er damit eine Weile geht, ja, und auch mal bergauf, bergab euch mal bückt, auch mal krabbelt, klettert, ja, also ich rede ja hier von Wildniswanderungen beim Trekking, ja, nicht auf einer ausgetretenen Wanderautobahn, da merkt man es vielleicht nicht unbedingt, ne, aber wenn es ein anspruchsvolles Gelände ist, ja, dann merkt ihr das, dass solch ein Rucksack denn zwar die Last theoretisch komfortabel über die aufnehmen kann, besser verteilen kann. Das ist ja der Punkt daran. Der verteilt die Last besser durch das X. Aber nichtsdestotrotz schränkt ihr euch denn bei dieser Last, bei dieser guten Lastverteilung, aber auch wieder mit der Bewegung ein. Also und hier muss man denn wählen, ne? Was will man denn? Will man diese Maximale, was alles geht und sagt sich, Komfort spielt für mich gar keine Rolle, ja, weil ich so ein Hühne bin irgendwie, ja, zum Beispiel. Aber das ist von der Anzahl der Träger, von der Bevölkerung und selbst beim Militär ist das wirklich der geringste Anteil von denen, die sagen, die so unterwegs wären und die das auch benötigen. Die große Masse, denen kommen halt solche Tragesysteme halt entgegen, die halt auch wirklich überwiegend angeboten werden. Jetzt hatte ich erklärt, was es für Arten von Tragesystemen gibt, welches wofür geeignet ist, warum man nicht immer gleich auf das Maximum gehen muss und auch es unter Umständen nicht immer Sinn macht. Ja. Und jetzt hier noch der für mich immer wichtigste Punkt, den ich praktisch in fast jedem Rucksack-Review irgendwo immer wiederholt habe, ja, packe ich jetzt hier auch mal mit rein, weil es passt wunderbar wie die Faust aufs Auge. Das Gewicht, ja, und zwar das Gewicht eines leeren Rucksacks. Das ist wirklich ein Thema, wo ich sagen muss, also böse ausgedrückt könnte ich jetzt sagen, ich kann es schon nicht mehr hören. Ich kann den einen oder anderen kann ich verstehen, der sich mit der Materie so nicht intensiv auseinandergesetzt hat oder dem, sagen wir mal, schlichtweg die Erfahrung fehlt. Da kann ich verstehen und da versuche ich dann auch noch entsprechend das Ganze zu erklären, wenn ich solche Anfragen kriege. Ja? Aber die Leute, die von Anfang an schon sagen, dieser Rucksack wiegt jetzt 2,4 und der andere 3,6 Kilo. Das ist doch logisch, dass mir der mit dem höheren Gewicht viel zu schwer ist. Ich nehme grundsätzlich nur den leichteren. Das ist so ein Ding, das überwiegt ja dieser. So eine Einstellung hat es vor 20 Jahren tatsächlich nicht gegeben. Da legte man auf andere Sachen Priorität. Aber auch im Zuge, natürlich, ich hatte es erwähnt, im Zuge des Ultraleichtgewichtstrends, der uns da irgendwann übervölkert hat und der sich, naja, ich will nicht sagen, immer mehr oder weniger ausbreitet, denn es gibt ja irgendwo gewisse Lager. Ich hatte da genug zu gesagt, deswegen will ich da nicht nochmal reingrätschen. Ich bin nicht hier, um einen Glauben zu vertreten, das sage ich nochmal. Ja, also für mich ist ganz wichtig, ich bin ein rational denkender Mensch. Ja. Ich schaue mir Fakten an und damit meine ich nicht nur Fakten auf dem Papier, sondern auch vor allen Dingen Fakten in der Praxis. Und daraus bilde ich mir dann meine Meinung. Ja. Ich bin also nicht jemand, der losrennt und sagt, das, was ich haben will, das ist gut, dann kaufe ich mir das und dann wird auf Teufel komm raus das verteidigt, was ich habe. Ja. Mit solchen Leuten brauche ich nicht diskutieren. Also das ist, in meinen Augen entbergt das jeglicher Grundlage, weil man kommt halt irgendwo nicht weiter. Also für mich sind Fakten relevant und
Die Fakten sind ganz einfach, völlig unabhängig von dem Glauben oder von der Ideologie. Ob ich jetzt ein Anhänger vom Leichtgewichtstrekking bin, ob ich ein Anhänger von Stacheldraht- und Hindernisbahn bin, es spielt gar keine Rolle. Ja? Ganz essentiell, wenn ihr einen Rucksack mit Gewicht entsprechend vollpackt, ja, dann spielt es absolut nicht die geringste Rolle mehr, was dieser Rucksack im Leerzustand gewogen hat, sondern nur noch, wie sich dieser Rucksack tragen lässt. Wie gut ist die Lastenverteilung, die Lastenaufnahme, wie komfortabel sitzt es am Rücken, an der Hüfte, an den Schultertrageriemen und so weiter. Das ist der Punkt. Ich habe es schon mehrfach gesagt, ich habe es auch dem einen oder anderen angeboten. Pass auf, habe ich gesagt, denn nimm doch dein Xbit Ultra Light, das Ding wiegt 2,2 Kilo aus 420er Denier Nylon gefertigt, ja. Pack den mit 20 Kilo voll und dann meinetwegen auch 15. Die Zahl spielt jetzt erstmal keine große Rolle. Pack den voll und dann nimmst du dazu einen Rucksack aus 700er oder vielleicht sogar 1000er Denier Cordura und packst dabei das Gleiche rein. Und dann läufst du mal mit beiden Rucksäcken, ja, ist jetzt ganz schwer zu machen, ja, aber so abwechselnd, ja, mal los, ja. Und dann sag mir doch mal bitte schön, welcher Rucksack sich leichter angefühlt hat. Ist Nonsens. Also ich kann es euch immer nur mitteilen aus meiner eigenen Erfahrung. Wie gesagt, ich hatte gesagt, wie viele Rucksäcke ich hatte und wie viel ich immer noch habe. Also auch die Zahl, die ich noch habe, ist nicht gerade verschwindend klein. Ne? Und daher kann ich es euch immer sagen, es ist völlig irrelevant, was dieser Rucksack in einem Leergewicht wiegt. Das ist lediglich eine Verkaufsstrategie. Das ist nichts anderes als PR der Hersteller, die natürlich auch auf diesem ganzen Gewichtsthema rumreiten und die eine ganze Menge Unterstützung finden. Weil für die Leute erstmal einleuchtend ist, oh, der Rucksack ist leichter, dann muss er auch komfortabler sein. Man muss sich doch immer mal die Frage stellen, wie kommt denn dieses Gewicht zustande? Warum ist der eine Rucksack leichter und der andere schwerer? Es ist doch nicht so, dass Hersteller da irgendwelche Bleiplatten einnähen. Man muss mal kurz drüber nachdenken. Und schaut man sich beispielsweise, ich habe das schon bei, nicht nur bei diesen Militärrucksäcken gehört, sondern nehmen wir mal jetzt mal einen zivilen Hersteller, nicht nur das mal in den Tage, nehmen wir ruhig mal vier Reven. Der Klassiker zum Beispiel, die Kaika, egal in welcher Variante, ist ein gut durchdachter Rucksack, kann man, unterm Strich habe ich da nicht viel zu bemängeln. Ich habe überall was zu bemängeln, ja, aber grundsätzlich ist das ein Ding, was gut durchdacht ist, da kann man nichts sagen, ne? Aber es ist natürlich im Vergleich zu sehr, sehr vielen anderen, ist es mit der schwerste Rucksack. Egal mit welchem Modell ich diesen vergleiche, von welchem Hersteller, die Kaika verliert immer bezüglich des Gewichtes, ja. Jetzt schaue ich mir aber diesen Rucksack an und dann sehe ich, was der mir alles bietet, ja. Solche Raffinessen, die verschiedenen Einstellbarkeiten, das massive Tragesystem, die dicken Polster, das Material, das wiegt doch alles, ist doch logisch. Und so kommt das Gewicht zustande. Ne? Und wenn ich natürlich am Tragesystem, das ist ja der große Punkt daran, nun kann man sich natürlich noch, da kann man sich eventuell streiten, muss der Rucksack jetzt unbedingt aus 1000er oder 700er Cordura Denier Nylon gefertigt sein oder reicht da nicht vielleicht auch der Klassiker 500, 400er oder was ich neulich gehört habe, hat mir mal einer gesagt, er hat aus 200er Nylon Denier einen Rucksack zum Trekking. 200er. Das ist noch nicht mal ein Material, wo ich die Innentaschen von meinem Hunderucksack rausnähen würde, ja? Weil ich es schon mit der Hand durchreißen kann. Ja? Also mindestens, wenn ein Stachel drin gesteckt hatte. Ja? Aber das muss ja jeder selber wissen. Wie gesagt, über das verwendete Material der Außenhülle könnte man jetzt ja noch streiten, entsprechend des Anwendungszweckes. Ne? Aber was essentiell, worüber man überhaupt gar nicht diskutieren braucht, ja, ist praktisch, dass ein vernünftiges Tragegestell immer mit Gewicht verbunden ist. Ja? Ob es jetzt aus Holz ist, wie bei der Kaika, oder ob es aus Aluminium ist. Das erstmal nebenbei. Aber doch viel wichtiger ist doch der Aufbau des Tragesystems. Und damit meine ich nicht nur die stützenden Streben, die irgendwo drin sind, auch die entsprechenden Polster. Wie breit ist der Hüftgurt? Wie breit sind die Schultertragegurte? Aus welchem Material sind die Gurte? Und so weiter. Das spielt alles in dieses Tragesystem rein. Und wenn ich natürlich einen Rucksack habe, wie derjenige, der mir vorgestellt hat, gesagt, ja, bloß 2,1 Kilo. Und ich sage mir, 2,1 Kilo bei 75 Kilogramm, bei 75 Liter Volumen, was ist denn da für ein Tragesystem drin, weil da reden wir, wie gesagt, schon über das total hauchdünne Nylon, ja, da schaue ich mir das Tragesystem an und sage mir, und damit willst du regelmäßig 2 Wochen durch den Busch laufen, ne?
ich sag's mal so, wenn man das vielleicht einmal im Jahr macht oder so, ja. Wenn ich jetzt so einen 9-to-5-Job habe und meine Autoabenteuer beschränken sich auf 3 Urlaube im Jahr, dann mag es vielleicht nicht so groß drauf ankommen, sage ich immer, ja. Dann kann man, ne, ist es nicht. Aber ich lebe ja draus, also ich persönlich, ich lebe draus. Ich mache Expeditionsreisen und bin mit anderen Leuten auch länger im Busch aktiv unterwegs. Also wenn ich sage, ich lebe draußen, dann darf man das wörtlich nehmen. Ja? Und da brauche ich halt eine gewisse Bequemlichkeit, als auch natürlich vom Material her eine Beständigkeit. Ja? Also eine Haltbarkeit muss irgendwo gewährleistet sein. Und das ist praktisch nie gewährleistet. Also das kann es nicht geben, wenn der Rucksack entsprechend leicht ist. Und bezüglich dieser Rucksackgewichte haben wir denn Extremmodelle, die 5 Kilo wiegen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel mal, so 6 Kilo und mehr gibt es ja auch, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel mal ans Tasmanian Tiger Rangepack in der G82-Variante denke, ist ja der reinste Wahnsinn. Ich meine, gut, die wenigsten Leute werden jetzt hier mit einem Scharfschützengewehr umrammen und brauchen auch nicht dieses, das ist Ausstattung. Also da geht einem das Herz auf, wenn man es denn braucht, ja. Aber für 99% der Menschen ist es völlig oversized, ja. Aber dann gibt es ja auch noch Lastenkraxen, Lastentragegestelle, ja. Bei Savotta zum Beispiel finden wir sowas, ja. Muss man sich aber auch nachschauen, was die Finnen mit ihren Dingern machen, ja. Und dann dürfte es auch klar sein, warum das so schwer ist, ja. Und dann kann ich, es lässt sich einfach nicht vergleichen. Also es macht einfach meinen Augen keinen Sinn, zu sagen, boah, der Rucksack wiegt 5 Kilo, der andere wiegt nur 3 Kilo und der mit 3 Kilo ist grundsätzlich komfortabler, deswegen nehme ich den, weil er leichter ist. Das ist der größte Irrglaube, der hier überhaupt vorherrscht, dass das Gewicht bei einem Rucksack eine derart große Rolle spielen würde. Das wäre genauso, wie wenn ich jetzt hier zum Beispiel meine Stiefel anhand des Gewichtes aussuchen würde. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, ein Stiefel wiegt hier 920 Gramm und der andere wiegt 1150. Dann nehme ich den mit 920, weil der leichter ist. Ist er automatisch bequemer zu tragen. Dass der mit 1150 Gramm allerdings eine entsprechend dicke, dämpfende, komfortable PU-Sohle hat, die der andere gar nicht hat. Ja. Also immer mal überlegen, wenn etwas schwerer ist, wir können das jetzt komplett durch die ganze Ausrüstungskategorie durchkrabbeln, ja, und Kleidung. Nur weil, wenn etwas schwerer ist, dann hat es auch einen entsprechenden Grund und dann gibt es auch einen Unterschied zu diesem leichteren Ding. Und bei den Rucksäcken, das ist ja das Thema, wo wir bleiben, ist es da nicht nur immer das Außenmaterial, wo man sich denn, wie gesagt, da kann man drüber diskutieren, ob der eine oder andere sich sagt, okay, ich gehe jetzt nicht durch das Gestrüpp. Ja, jetzt hier, durch sowas hier. Mit so einem 200er, guckt euch das an hier, ja, wie das an meiner Lodenjacke hängen bleibt. Ja, würde ich damit jetzt mit so einem 200er Denier durchrobben, da kann ich den Rucksack wegschmeißen, weil er komplett aufreißen wird, das garantiere ich euch. Ich bin in Lappland durch Gestrüpp gelaufen, wo ich mein, das war nur damals eine Kombination aus 500er und 700er Denier, wo ich an den 500er leichte oberflächliche Risse in den Fäden gesehen habe. Ja, wo ich mir frage, okay, bis 700er ging, das war noch okay. Ja, beim 1000er wäre gar nichts passiert. Aber da frage ich mich natürlich, also brauche ich gar nicht über nachdenken, was bei so einem noch dünneren passiert wäre. Und darüber kann man sich ja dann unterhalten, ob der eine sagt, okay, ich gehe nicht solche Abwege, ja, ich lasse meinen Rucksack auch nicht mal einen Fels runtergleiten. Das ist auch so ein Klassiker, den ich auf vielen Touren mache, irgendwo mal runterschieben oder ne, wenn man es nicht mehr tragen kann. Verschiedenste Anwendungszwecke. Dann muss er entsprechend robust sein, also vom Material. Wenn man das nicht braucht, dann kann man da ja dünner gehen. Aber selbst wenn man da dünn geht, ja, denn auch logischerweise kann es nur bis zu einem gewissen Grad sein, denn wenn der irgendwann richtig voll stramm zugezogen ist, ja, Volumen richtig wie so eine Presswurst praktisch und das so ein hauchdünnes Material ist, kann man sich da vorstellen, da reicht ja der kleinste äußere spitze Einfluss irgendwo oder eine Scheuerabrasion, dass da das Material sofort durchgeht. Da müsste doch klar sein. Aber wie gesagt, es gibt ja solche Leute, denen ist das, also die wissen das und für die passt es auch. Ne? Also bitte hier nicht wieder falsch verstehen, nicht, dass wieder jemand ankommt und meint, ich würde jetzt auf solchen dünnen Sachen rumrutschen. Dem ist nicht so. Ich sage immer wieder, jeder soll benutzen, was er möchte. Aber ich habe keine Lust mehr, mich über Gewichte bei Rucksäcken zu unterhalten, weil es in meinen Augen aus der Praxis, aus dem Tragebereich absoluter Nonsens ist. Ja, denn wie gesagt, das gleiche Gewicht in zwei unterschiedlich schweren Rucksäcken spielt für den Tragekomfort
keine Rolle mehr, sondern nur noch ausschließlich, wie der Rucksack die Last auf euren Körper überträgt, wie komfortabel ihr den empfindet. Und wer jetzt nicht wie ich so ein rucksackgestörter Fanatiker ist, bezüglich der Auswahlmöglichkeiten, ja, also die nicht hat, ja, der kann ja seinen einen Rucksack, den er da hat, das ist jetzt völlig egal, ob es ein dünner oder ein dicker ist, aus welchem Material, welcher Hersteller, welches Tragesystem, spielt alles gar keine Rolle. Ihr wisst das wahrscheinlich, ja, wenn er damit jetzt, sagen wir mal, ihr seid vollgepackt, ihr geht los und dann seid ihr nach 7 Tagen, wird das Gewicht, wenn er ja natürlich Nahrung rausnimmt, in der Regel weniger vom Rucksack. Ja. Mal angenommen, ihr seid anfangs dann losgelaufen mit 23 Kilo und dann habt ihr nach einer Woche, habt ihr ja bloß noch vielleicht 20 Kilo unter drin. Ja. Nagelt mich jetzt nicht auf die Zahlen fest, aber ihr wisst, was ich damit meine. Es wird weniger. Und dann überlegt mal, ob sich das nach einer Woche tatsächlich weniger anfühlt, als wo ihr losgelaufen seid. Um das Ganze kurz zusammenzufassen, ja, 3 Punkte waren mir in diesem Video wichtig. Einmal habe ich euch etwas erzählt über die unterschiedlichen Arten von Rucksäcken bzw. von Arten der Rucksäcke für entsprechende Tragegestelle, ja, außen, innen und so weiter. Dann, warum man nicht jede Rucksackart mit jedem Tragegestell kombinieren kann, sondern es entsprechend natürlich für den Anwendungszweck Sinn machen muss. Ja. Und Punkt Nummer 3, zu guter Letzt, ja, für mich persönlich eigentlich irgendwo so das Wichtigste, dieses Thema mit dem Gewicht, ja, dass ihr einen Rucksack nicht ausschließlich anhand einer Zahl auf dem Papier beurteilen solltet, sondern was hinter dieser Zahl im Einzelnen steckt und ob das denn entsprechend für euren Anwendungszweck das Richtige ist oder vielleicht zu viel oder zu wenig. Und ich habe in diesem Video ganz bewusst, ja, absichtlich mal komplett ausnahmsweise hier nichts vorgestellt, wie ihr das sonst bei mir kennt, ja. Diesen riesen Berg von Rucksäcken könnt ihr mir hinter mir auftun. Ich habe es ganz bewusst nicht getan, da ich hier nicht möchte, dass das irgendjemand wieder an einem speziellen Modell, denn leider kommt das ja immer wieder vor, ich zeige dann irgendwas und dann wird praktisch auf dem drauf rumgehackt und natürlich kommen solche Fragen, wo kann ich es kaufen? Ja, das nicht... Darum geht es mir nicht. Ne? Also es ist hier ein allgemeines Thema aus meinem Bereich Lexikum. Ist hier nichts mit, was könnt ihr irgendwie kaufen. Und Punkt Nummer 2, ich möchte es nicht auf irgendeinen Hersteller, eine Marke oder ein Modell, das war mir wichtig, allgemeingültig. Darum geht es mir. Insofern, egal was ihr dafür einen Rucksack auf euren Touren benutzt, wie groß, wie klein, wie schwer, wie leicht, welches Volumen, welche Art, Kategorie das Ganze gearbeitet ist, egal wie, was, wohin, wie weit, wichtig ist immer natürlich möglichst bequem, wenn es denn geht. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß draußen.